Verblendungen. Kennst du Verblendungen? Lässt du dich verblenden? Ich stelle an jeden die Frage, auch an mich. Lasse ich mich verblenden von etwas Einseitigem? Von etwas, was mich speziell beeindruckt? Wo ich denke, hier geht es lang. Das muss ich erreichen. Das muss ich auf jeden Fall schaffen. Das ist total wichtig und ich lasse dann andere Aspekte außer Acht, die genauso wichtig sind, mindestens genauso wichtig sind und bin dann verblendet von etwas. Das heißt, von einer Einseitigkeit einseitig eingenommen. Und das ist ein Problem, das Menschen immer wieder haben. Sie sind verblendet, sie lassen sich blenden. Wir lassen uns beeindrucken und wir sind beeindruckend. Wir denken, that's it, genau das ist es jetzt. Aber es ist es nicht, weil es ist die Gesamtheit der Dinge, die wichtig ist. Die Gesamtheit, ich betone die Gesamtheit. Und es sind viele Aspekte. Und letztendlich doch, was ist wirklich wichtig? Immer wieder diese Frage, die man sich auch gewissenhaft stellen muss im Leben. Was ist wirklich wichtig? Was trägt? Wo muss ich einen Ausgleich finden? Wo bin ich möglicherweise in meinem Leben einseitig geworden? Das ist für jeden von uns, jeden Tag immer wieder eine ganz große Herausforderung, sich nicht einseitig blenden zu lassen, verblenden zu lassen, zu sagen, oh, ich bin total berauscht von diesen Menschen, von dieser Gruppe, von diesem Konzept, von dieser Ideologie, von dieser Spiritualität. Und damit laufe ich doch sehr schnell Gefahr, einseitig zu werden. Das heißt, ich bin geblendet davon, wenn du dir vorstellst, wirklich auch, da ist so die Sonne da oben, irgendwo da oben ist die Sonne. Und die Sonne blendet natürlich. Das heißt, wir gucken in die Sonne hinein und sehen gar nicht mehr, wo wir vielleicht hinlaufen oder wo wir hinfahren. Und schon sind wir vom Weg abgekommen und es wird schwierig im Leben und wir leiden beziehungsweise andere Menschen leiden daran. Und diese Verblendungen sind sehr häufig, gerade vielleicht auch in der heutigen Zeit, wo es so vieles gibt, dass es zu empfinden gibt, an dem man teilnehmen kann, was man machen kann. Dort ist eine Perspektive, da scheint etwas, da hinten wird etwas verkauft, hier gibt es ein besseres Angebot, dort gibt es ein Schnäppchen, hier gibt es eine bessere Methode, hier gibt es eine Methode, die jetzt wirklich richtig ist, weil sie verifiziert ist, weil sie meinetwegen wissenschaftlich unterstrichen ist, was immer das auch ist. Wir laufen immer wieder Gefahr, uns zu verblenden, wirklich geblendet zu werden von Personen, wie gesagt, was auch immer das ist. Und diese Verblendungen stellen ein großes Problem dann, vielleicht sogar zunehmend in der heutigen Zeit, in der alles nochmal verstärkt wird und verstärkter dargestellt wird und wir dann gar nicht mehr zu uns kommen, auch keine Einkehr mehr haben und damit eben unserem Gewissen nicht mehr folgen, das ja eigentlich die Aufgabe hat, uns auszugleichen. Das Gewissen ist ein wichtiger Ausgleich, der uns als Menschen zur Verfügung steht. Und das Gewissen kannst du nur mit dir selbst ausmachen. Das ist etwas, was jeder nur mit sich alleine ausmachen kann. Aber im Gewissen läuft ganz viel in dem Sinne. Und dann vielleicht auch die Erkenntnis, dass ich einseitige Wege gegangen bin, mich habe verblenden lassen und einfach dadurch Probleme bekommen. Wie ist das mit der Verblendung in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben?